Hallo meine Lieben. Ja, heute geht es mir tatsächlich schon ein bisschen besser. Ich habe die Migräne nicht mehr. Jetzt macht mir nur noch mein Magen ein bisschen zu schaffen, aber das wird auch weggehen. So, und wir kommen wieder zu den Adventskalendern. Ja, die Reihenfolge kennt ihr schon. Es geht los mit IKEA. Ich hoffe, dass da heute mal wieder ein Bildchen drin ist. Da ist die 10. Und wieder kein Bild. Ja, hier haben wir eine voll mit Schokolade und hier mit so einer festen Füllung. Ja, sieht lecker aus. Auch das werde ich heute wieder nicht probieren, weil ich den Magen einfach noch ein bisschen schonen muss. So, dann kommt der an die Seite. Und hier ist guter Start. Werde ich nachher trinken. Ja, und schon sind wir bei Plotter Marie mit der Nummer 10. Ich versuche wieder vorsichtig aufzumachen. Ja, und heute kommen ja hier wieder die ganzen Sachen dazu, also von 7 bis 10. Und wenn ich das gleich aufgemacht habe, dann werde ich mir einmal das Video angucken mit der Beschreibung und dann gucke ich mal, ob ich euch wieder Screenshots mache oder ja, mal sehen, wie ich es mache. Und zeige euch, was da gemacht werden soll. So, und heute haben wir eine Glitzer Mega Funkel. Genau, in Silber. Genau, und ich hole noch mal das Tütchen von der Nummer 7. Und da habe ich ja bis heute gesammelt. Genau, und in der 7 war dieses Täschchen, in der 8 war diese bunte Folie und in der 9 war das aus der 10. Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt einmal kurz das Video und gucke, was sie mit diesen Sachen gemacht hat. So, ich habe mir das Video angeschaut und ich habe auch einen Screenshot gemacht von dem, was sie gemacht hat. So sieht das Ganze am Ende aus. Man kann es leider nicht so gut erkennen. Ich versuche mal, das ein bisschen größer zu machen. So, in der Mitte steht dann Yes to Life. Dann außenrum hat sie mit der Mega Glitzer Funkel hat sie ein Offset gemacht, hat innen drin alles rausgelöscht und hat dann eben nur einen Kranz sozusagen außenrum gemacht. Ja, mit der Blümchenfolie, diesen Kreis und dann in der Mitte dieses Yes to Life. Die Datei dazu ist von Thorsten Berger. Und ja, die Datei ja, kann ich auch gleich noch mal zeigen, muss aber natürlich wieder ein Dings oben drauf machen. Einen Moment. Ich hatte die hier irgendwo doch gerade gespeichert. Wo habe ich sie denn jetzt? Okay, jetzt weiß ich gerade, dach da oben. Nee, das ist was anderes. Ah, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich sie gespeichert habe, aber naja, so ungefähr habt ihr es ja gesehen. Oder ich gucke noch mal. Ich mache mal das hier. Nee, da ist es nicht. Na, sag mal, Köchen, wo hast du es denn gelassen? Ich weiß, dass ich es aufgemacht hatte. Ach so, ja, genau. Es ging nicht anders. Ich musste es hier aufmachen, weil da keine Bilddatei da war. Ja, viel sehen tut ihr jetzt nicht, weil ja hier oben drüber jetzt wieder bei euch dieser Text von Plotter Marie drüber ist, wobei ja eigentlich Thorsten Berger drüber müsste, weil die Datei ja von Thorsten Berger stammt. Aber das habe ich ja jetzt gesagt und ich packe euch wieder einen Link da zu unten in die Infobox, wo ihr diese Datei dann kaufen könnt. Genau, so, das war das. Und ja, ich schiebe das hier nur mal gerade an die Seite. Und zwar machen wir am besten gleich online weiter. Und ich mache hier schon mal das erste Bild auf. Und das ist von Tintenrebell. Genau, das sieht heute so aus. Ja, muss ich jetzt nichts weiter zu sagen. Habe ich jetzt jeden Morgen genug zugesagt.
Niedlich gezeichnet auf jeden Fall. So, dann geht's weiter mit Tante Plotter und dieses Wäldchen sieht so aus und das ist wieder ein sehr, sehr schönes Bild. Kann ich mir sehr gut vorstellen auf einer Holzscheibe und dann als Türschild sozusagen. Finde ich sehr, sehr schön und auch sogar in Schwarz, aber ich glaube, wenn man die Blumen in bunter Farbe aufschneidet, dann sieht das gleich noch mal besser aus. Genau, also finde ich sehr schön. Das werde ich bestimmt mal für ein Geschenk verwenden. So, und wir kommen zu dem Päckchen von meiner Miss Fruchteis. Und wir suchen nach der 10. Und ich glaube, ich fange wieder weiter hinten an. Da, ganz hinten, seht ihr? Guck mal, vorletztes Kästchen. So, und als erstes kommt wieder der erste Bibelspruch. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Sprüche 27, Vers 9. Ja, das ist richtig. Und heute haben wir dieses Männchen. Ja, und ich werde euch wieder auf Pause stellen und dann das Päckchen suchen, um es auszupacken. Bis gleich. So, ich habe mein Päckchen gefunden und das fühlt sich an wie Wellpappe. Es ist sehr stabil und ich könnte mir fast vorstellen, dass da irgendwas ganz Dünnes drin ist. Und damit ich nicht rausfinde, was es ist, hat sie es vielleicht in Pappe eingeschlagen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wir gucken nach. Ja, das ist übrigens dieses schöne Papier, mit dem ich Karten gebastelt habe. Ihr habt heute Morgen übrigens noch ein anderes Video von mir gesehen. Seht ihr hier, da ist Pappe. Und zwar eins, wo ich meine Jelly Plate bekommen habe. Ja, und habe da, also falls ihr es geguckt habt, das weiß ich ja nicht. So, ich bin mir aufreichen. Sage ich doch, da ist irgendwas dazwischen, was sie versteckt hat. Und hier ist, ja, sie zeigt ihre Adresse sowieso immer, deswegen wäre es egal, aber muss ja nicht sein. So, ich drehe sie mal um. Da hat sie einen Karton von Amazon genommen, auf jeden Fall. Könnte gut sein, dass das was von den Sachen ist, die ich mir gewünscht habe. Ich wollte gerade sagen, ich lug schon mal rein, aber kann ich gar nicht, weil da alles sehr gut verklebt ist. So, und cool, wir haben ein. Na, na, na. Bleib mal da oben. So, wir haben hier so ein Teil, wo man Kreise machen kann und zwar in bestimmten Winkel. Also hier sind die Winkel noch mit drauf. Ich weiß nur nicht so ganz, warum die verkehrt rum drauf sind, aber das ist ja theoretisch egal. Man erkennt es ja trotzdem. Und hier sind anscheinend irgendwelche, hier ist so eine Anleitung, wie man da anscheinend so ein Täschchen basteln kann. Achso, ja, ich verstehe, wie man einen Kreis machen kann. Einmal in der Mitte, nochmal zusammenklappen, nochmal und dann einmal so ein Ding da drauf und dann hat man, wenn man es auseinanderklappt, einen Kreis verstanden. Ja, genau. Ja, cool. Das war, glaube ich, nicht auf meiner Wunschliste, aber ich hatte ein anderes Teil, wo ich auch so Kreise mitmachen konnte auf meiner Wunschliste und ach, ist nicht so wichtig, würde ich euch sonst jetzt zeigen, aber so wild ist das nicht. Ja, ist auf jeden Fall cool, aber ich erinnere mich nicht, dass ich das auf meiner Liste hatte. Erzähl mir mal, hatte ich das auf meiner Liste? Keine Ahnung, vielleicht waren in diesen auf diesem Teil ja auch mehrere verschiedene Teile und da war unter anderem auch das dabei. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall cool für fürs Bullet Journaling und zwar, wenn man dann solche Tracker machen will und dann die in Kreisform haben möchte, dann kann man hier halt ziemlich geil was mitmachen. Ja, cool, auf jeden Fall und ja,
Das war's mit Päckchen Nummer 10. Ja, die Zeit vergeht jetzt komischerweise gerade für mich nicht so schnell. Wenn man krank rumliegt, dann zieht der Tag sich irgendwie. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe noch gar nicht alle Geschenke. Also ein paar sind mit der Post noch unterwegs. So zwei, drei. Und ja, ich muss jetzt langsam anfangen, mal Geschenke zu packen und ja, mich um die restlichen Sachen zu kümmern. Ja, und das habe ich mir so für heute und morgen auf die Liste gepackt, aber ich muss halt gucken, ob mein Magen mitspielt. Gut, ihr Lieben, ja, dann war es das für heute. Ziemlich viel Ja heute, ne? Egal. Genau, könnt ihr ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn sie Ja sagt, ne? Nein, Spaß, nur Spaß. Genau, so, ich verabschiede mich und sage bis morgen. Tschüss.